Derzeit sind in Deutschland noch vergleichsweise wenige Rentner arm. Zu dieser Einschätzung kommt ein Gutachten, das heute das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat. Allerdings, seit Jahren steigt die Zahl älterer Menschen mit Ich-Bedarf. Armut registrieren die Wissenschaftler vor allem bei gering qualifizierten und bei Menschen mit Migrationshintergrund. In einer Woche ist Weihnachten und in den Kaufhäusern geht der Geschenke-Einkauf in den Endspurt. Doch nicht alle können am Konsum teilnehmen. Bei vielen reicht es nicht mal für das tägliche Leben. Wer arm ist, so der Bericht der Nationalen Armutskonferenz, hat immer weniger Aussichten, seine Lage zum Besseren zu wenden. Die Chancen haben sich entscheidend verringert, aus der Armut wieder entkommen zu können. Das heißt, wir haben nicht nur eine wachsende Zahl von armen Menschen in dieser Gesellschaft, sondern wir haben die Tendenz, dass quasi die Mobilitätsprozesse heraus aus der Armut immer schwieriger werden und von daher das Risiko, einmal in Armut zu sein.